Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Xenoblade Chronicles 3. Jetzt mal haben wir Kolonie Lambda vorerst zu Ende geholfen und heute ist Kolonie Tau dran. Ich habe die Quest, die wir beim letzten Mal gegen Ende noch freigeschaltet haben, schon mal im Fokus gesetzt und auch Junipans Team geholt. Jetzt müssen wir mit Koresia reden, aber hier rechts ist auch noch ein Fragezeichen und das interessiert mich auch. Mir kommt gerade so ein Gedanke, vielleicht sollte ich, wenn ich in den Kolonien bin, auch mit dem dazugehörigen Kommandeur im Team herumlaufen. Vielleicht kann es ja sein, dass manche Quests nur getriggert werden, wenn jetzt beispielsweise in Weidis Kolonie, dass ich Weidi im Team habe. Ist doch möglich. Weil dieses Fragezeichen haben wir gegen Ende letztes Mal definitiv nicht gesehen. Muss nicht sein. Das ist Ansichtssache. Ja, diesmal schon. Den solltet ihr nicht so sehr nacheifern.
Habe ich überhaupt Schmuck? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich viel an Schmuck habe. Die Frau braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ach, tatsächlich einfach Ausrüstungsgegenstände. Bei irgendeinem Händler müsste ich die kaufen können. Ich glaube, bei der ersten Kolonie konnte ich tatsächlich ein paar von denen kaufen, die hier gerade gefragt wurden. So. Ich bin jetzt in Kolonie 9. Und guck mal, da sind die drei Kameraden, die umziehen mussten. Ihr solltet ihm vielleicht einfach mal eine runterhauen. Gavel ist unsympathisch wie Sau. Er nimmt sich halt wieder der größte Arsch. Weil dem auch so ist, tatsächlich. Die versauen sich halt hier wahrscheinlich auch wieder. So, aber eigentlich hauptsächlich wollte ich zu dem Händler hier. Hier diese Stahlarmschienen, die wurden, meine ich, verlangt. Kaufen wir einfach 4. Ich glaube, ich kaufe generell mal ein bisschen hier ein. Und dann können wir die Quest gerade eben eigentlich schon abgeben. So, ich habe jetzt von allen gekauft, dass ich den ganzen Team vom Prinzip her die Sachen anziehen kann. Aber wenn ich es richtig sehe, ist in Kolonie 9 einfach absolut nichts los. Also ich habe jetzt sogar halt auch die ganzen Sterne-Leute angesprochen. Außer die zwei da offenbar. Und ja, hier ist definitiv keine Nebenquest. Ich bin ja sogar jetzt mit Sion im Team hier rumgelaufen. Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Na gut, dann zurück zur Kolonie Tau. So, für dich sollten wir jetzt eigentlich die Items haben. Ich habe extra die Stahlarmschienen sogar ein bisschen mehr gekauft, weil ich wusste, dass noch 4 Items übrig sind. Ja, Kolonie May hat, glaube ich, was Ausrüstung ein bisschen Probleme. Obwohl, Schmuck könnten die sich natürlich auch für interessieren, ne? Also habe ich nochmal einen Grund, dort vorbeizugehen. Ich muss sogar questbedingt dorthin. Ja gut, dann schieben wir die Quest noch mal kurz ein nach hinten. Ich bin jetzt auch mal wieder ans Bett zurückgekommen. So. Lamm danach eifern. Ich glaube, was Kolonie 9 übrigens angeht, dass wir da echt alles erledigt haben, was es da zu erledigen gibt. Also ich glaube nicht, dass in Kolonie 9 noch mal eine weitere Nebenquest irgendwie auftauchen wird. So, gibt es hier Bodenschätze zählen? Ist ein bisschen doof, dass es hier keinen Schnellreisepunkt gibt. Vielleicht ist nach der Quest ja in Lambda nochmal was verfügbar.
Ich halte das zumindest für sehr wahrscheinlich. Was Ether angeht, hatte Lambda ja überhaupt keine Probleme. Naja, zumindest keine Probleme, es vorhanden zu haben. Die hatten ja sogar zu viel. Ach, die haben wir doch innerhalb von Sekunden kaputt. Ja, komm, die sind innerhalb von ein paar Sekunden tot. Also den Kampf habe ich mit höchster Wahrscheinlichkeit rausgeschnitten, die waren innerhalb von Sekunden tot. Also da waren zwei Wellen, so sechs Gegner ungefähr und dann war schon vorbei. Stimmt, waren da nicht diese riesigen Gorillas? Okay, hier ist ein Drache. Hier waren keine Gorillas, hier waren Gift. Deswegen hatte ich mich hier unten gar nicht umgeschaut, weil hier auch zusätzlich die ganzen Level 70er rumrennen. Und ich da dann den Kampf eher vermeiden wollte. Das ist kein Bossgegner, dieser Drache. Dieser Jolmun. Das heißt trotzdem nicht, dass ich mich mit ihm anlegen will. Ja, stimme ich nur zu. Bitte geh weg von mir. Ich müsste hier unten auch mal erkunden. Hier unten habe ich ja noch gar nichts erkundet. Da ist ein Boss, aber den kriege ich, glaube ich, nicht kaputt. Da kommt was Böses. Ja, weil hier keiner hin will. Da muss man das Ding erstmal reparieren. Ja, die werden mehr auf dem Kasten haben. Aber wir sollten die eigentlich schaffen können, selbst wenn die Level 70 sind. Wir sind ja selber fast Level 70. Ah, das sind schwächere Versionen. Ja, die kriegen wir recht schnell kaputt.
Ach, hier auch schon wieder so sechs Viecher. Viele haben die aber trotzdem nicht ausgehalten. Ja, aber man müsste irgendwas an der Lautstärke von dem Ding ändern. Eher vor Freude. Aber hier unten würde ich mich trotzdem gerne noch ein bisschen weiter umschauen. Hier unten wartet doch bestimmt auch eine Boss-Version von diesen Drachenviechern, denen ich ehrlich gesagt nicht über den Weg laufen will. Ich würde allein schon einen weiteren Reisepunkt hier gerne finden. Wenn wir schon hier unten sind. Aber ich will mich nicht bedingt mit den Viechern hier anlegen. Sehe ich das richtig, dass hier sogar eine Quest ist? Ja, der Affe, der ist aggro auf mich, wenn ich jetzt da hingehe. Sag ich doch. Waffe weg, weg. Das Vieh reckt uns weg. Da oben ist laut Karte eine Quest. Gingins Baumhaus. Also dieser Gingin, der lebt aber dann gefährlich. So wahnsinnig, dass du hier freiwillig wohnst. Wie gesagt, ich hätte gerne einen Reisepunkt hier irgendwo. Weil hier unten habe ich bisher nur einen einzigen. Ich könnte mich zwar an dem Bossfeeder versuchen, um einen Reisepunkt zu kriegen. Also ich meine den Vogel, der da in dem Gift gestanden hat. Aber ich weiß jetzt schon, dass der mich wegkriegen wird. Einfach durch. Einfach durch. Careful, everyone. Magter Aufzug. Wo bringt dieser Aufzug mich hin? Now we wait. Ach, kann es sein, dass er mich dahin bringt, wo ich vorher nie hin konnte, zu diesem einen Boss? Wo ich mich gefragt hatte, wie ich zu dem hinkomme? Ja gut, vom Prinzip her habe ich jetzt einen Reisepunkt zu ihm hin.
zu dem ging. Das ist ja relativ nah. I think you operate it like so. So, Harpune geschossen. Time to take the fast way. Wo komme ich raus? Warte mal. Ah lol, man kommt echt bei der Kolonie raus. Ich komme hier nicht irgendwo auf diesen Turm von hier aus drauf, ne? Einfach nur aus Interesse. Sieht so aus, als ob ich über den Phoronis drüber klettern kann und dann auf den Turm kommen. Ja, ich bilde mir das nicht nur ein. Man kommt über die Arme von dem Phoronis da hinten hin auf den Turm und kann dann von dort aus den Aufzug nehmen. Okay, das ist eine nette Abkürzung. Oh, ich dachte, da kommt wieder eine Sequenz. Ja, aber da wird es ein bisschen gefährlich, ne? Kolonie Tau braucht diese Hilfe. Ja, wenn man so etwas nicht machen würde, dann wäre man kein guter Freund, wenn man es ihnen nicht unter die Nase reibt. Daran erkennt man wahre Freunde. So, dann können wir jetzt den anderen Quest gleich hinterherjagen, aber hier ist nochmal ein Fragezeichen, was ist passiert? Diese Wölfe. What is doing here? What's going on? Why, little Junebug? You're late. Consul. You know I can't abide tardiness. Too much fun and games, is it? Ha! Life is not a bed of roses, my dear. You must be aware of that, surely. What are you after? My, my. Why so sour, my little Ouroberries? I haven't the slightest inclination to involve myself in a... Sie weiß, dass sie den Kampf verliert. Oh yeah? Then what are you doing here? Dear, I am positively quaking in my boots. I am here to see my little Junebug, nothing more. And you expect us to believe that? You may set your hearts aflutter with whatever feelings you desire, for all I care. If I must confide in you a detail, I would like you to know that it was I who dealt those monsters a swift demise. You? I can confirm that. If it weren't for the Consul, we might not even be standing here. Spark, if only I hadn't screwed up. You're injured. Yeah, my fault. I got cocky. Monster's got a free swipe in. You may find it hard to believe, but I'm quite the assiduous type. I've been keeping a
Wir haben durch den einen Konsul schon gesehen, dass manche von denen auch gut sein können. You're not angry about the flame clock? Angry? You were the ones who broke it. You aren't going to apologize, are you? Besides, I've been aware of the circumstances for a while now. It has to be said, it's a delicate topic. Delicate? Yes, delicate. Do your ears need rinsing, Poppet? I don't know if you're aware, but the people of Tau themselves chose to break the clock. It's hardly my place to complain. I happen to be quite the individualist. Don't you know? You're not making a lick of sense. Now, Junebug, be a sweet pea and go on ahead, will you? Don't worry. I'll be fine. Noah, we're just letting Juniper go? Juniper said not to worry, so let's not worry. That's the spirit. Perhaps you and I will be able to see eye to eye after all. Oh, one thing. I have a job for you, Ouroboros, if you would be so kind. A job? For us? For you, I'd like you to procure some twine turf. For me. Yeah? And what are you using it for? Someone's got to remove those nuisances for new life to settle in. But preparations will need to be in place if we are to dispose of them. Which is where the twine turf comes in. Twine turf? I think I saw some of that in Yellowgrove. Well, look at that. How fortuitous. That's a mere stone's throw from here. Well, it's not far. That's true. See? It wouldn't kill you to fetch some. I know what you're thinking. But these things really are going to be a problem for us otherwise, so we'd really appreciate the help. No, I understand. Let's go then. Ah, das ist Junipers Heldenmission. Die haben wir jetzt endlich freigeschaltet. Und Informationen haben wir auch schon wieder abzusammeln. Aber können wir dieser Konsole in echt vertrauen? Ich weiß ja nicht. Na gut. Das Kraut, das können wir eben schnell einsammeln. So, hier oben liegt das dann auch direkt. You think this'll do? Don't see why not. I wonder how the console's going to use this stuff to get rid of the monsters. I haven't a clue. Everyone! Juniper, are you all right? Yes, and the colony is unharmed, thank goodness. Hey, Juniper, has your console always been like that? The console? I don't really recall. You said she pretty much left you to it, right? That's correct. The console rarely ever visits us. We've met a couple of times, but I barely have any recollection of us talking. So why on Ionios would she start involving herself now? I say we get this job done, and then we give her a piece of our mind. I mean, I don't really sense any hostility from her. Maybe it's fine. But you have to admit, she's got a way of getting on your nerves, right? Nervig, aber sie ist nicht aggressiv. If we underestimate her, we'll no doubt be in for a world of pain. Noted. But even if we do have to fight, it'd have to be outside of the colony. Yeah. We don't know what she might be planning to do with the people of Colony Tau. We should try to head back soon. Was mit denen dorthin zurück, das will ich mir für ein andermal aufheben. Ich würde noch zur Kolonie May einmal gerne reisen. So, ich wollte wegen Choresia hier hin.
Wer weiß, vielleicht schaltet das ja hier auch noch mal ein paar Quests im Fall. Ja, viele von denen seht ihr klein. Da wird sie doch nur noch nervöser. Ja, hat sie recht. Ach, ich kann sogar selber hier was kaufen. There's so much choice. 75%? Okay. Die Teile sind gut. Vor allen Dingen hier gegen ohnmächtige Gegner und dann auch noch zusätzlich hier einfach, dass man das verlängern kann. Ich kaufe von allen mal so drei. Die Items sind gut. Hat sich jetzt hier eine weitere Nebenquest aufgetan, wo Coresia ihren Laden hier eröffnet hat? Wenn, sollte ich vielleicht hier mit ihr rumrennen? Die mit den Sternchen rede ich jetzt gerade mal nicht an. So viele Leute rennen hier halt auch nicht rum. Mit dem man quatschen kann. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus, als ob sich hier irgendeine neue Quest aufgetan hätte. Nee. Na gut, ne? Dann wechsle ich mal eben schnell wieder zu Juniper zurück. Die brauchen wir für die Heldenmission, die wir beim nächsten Mal dann angehen werden. Auf jeden Fall. Wie soll es das jetzt für heute gewesen sein? Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und beim nächsten Mal machen wir dann, wie gesagt, die Heldenmission von Juniper. Aber bis dahin sage ich mal ciao und bis dann.